Wir sind oft in Frankreich, deswegen ist es zu unserer Gewohnheit geworden, Stellen bei der Reise anzufahren, die wir kennen. Nun geht es nach Luxemburg. Nach der Nacht in Luxemburg werden wir zügig zu TÜV nach Hause ins Sauerland fahren. Es ist so, dass es uns nach 5 Monaten auch nach Hause zieht, zumal wir mittlerweile feststellen, dass hier das Wetter nicht mit dem Wetter unserer Reise zu vergleichen ist. Wir fahren zügig, jedoch nutzen wir generell nur mautfreie Strecken, aber auf unserer heutigen Etappe ist das leicht möglich, ohne Umwege einzuplanen. In Luxemburg werden wir uns mit Diesel und Kaffee für die nächste Zeit eindecken. Wir fahren auf unseren Reisen meist entlang der Mosel Richtung Frankreich und auch weiter. Da die Dieselpreise in Luxemburg meist deutlich günstiger sind als bei uns, ist ein Stopp in Luxemburg Pflicht. Wasserbillig ist bekannt für seine Tankstellen, wir nutzen meist die Loxoil Tankstelle. Auf dem Gelände gibt es Stellplätze, die gebührenpflichtig sind, es sei, dass man für 50 Euro tankt, dann ist das Parken kostenfrei vorgehalten, werden Stellplatz für 10 gebührenpflichtiges Plätze am Ortsrand von Mertert wasserbillig. Der Stellplatz liegt auf einem Rasthof, auf einem Parkplatz und auf einem für Reisemobile angelegten und ausgewiesenen Areal. Hier ist der Untergrund, ist eben mit dem geschotterter Untergrund der Platz gut befestigt. Es ist kein Schatten auf dem Platz. Zum Zentrum kann man gut zu Fuß gehen. ÖPNV-Anschluss am Stellplatz vorhanden. Am Platz sind Videoüberwachung. Weiter hat der Stellplatz Reservierung, Imbiss und einen Supermarkt. Die Stellplätze sind beleuchtet. Stromanschluss am Platz bei Geldeinwurf Strom. 1,2 kWh. Sanitäranlage am Platz. End- und Versorgung von Wasser, Grauwasser, Entsorgung Chemie-WC, WC, Dusche, Hunde erlaubt. V&E für Durchreisende, maximaler Aufenthalt, eine Nacht. Bei einem Mindestumsatz von 50 Euro, gebührenfrei.
Wir bedanken uns bei unseren Zuschauern für das Interesse an diesem Film. Wenn man unsere Reise weiter verfolgen möchte, dann abonnieren oder sucht nach der nächsten Etappe. Wir würden uns über Anregungen, ein Abo und einen Daumen hoch freuen, auch ein Kommentar, kann uns helfen, die Filme noch interessanter für unsere Zuschauer zu gestalten.